Heute besprechen wir, wie du Glaubenssätze verändern und umprogrammieren kannst, sodass du mit Psychologie zu Erfolg in der Oberstufe gelangst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und in Bezug auf diesen Traumabiturschnitt ist es natürlich super, super wichtig, dass du Veränderungen schaffst, weil im Leben geht es immer darum, sich zu verbessern und es gibt super viele Dinge, die man tun kann, um sich zu verbessern, aber definitiv, die tiefgründigste Veränderung kommt dann, wenn man sich mit Glaubenssätzen beschäftigt. Die meisten von euch sind ja mit Glaubenssätzen bereits vertraut. Das sind ja im Prinzip einfach so diese kleinen Regeln, die man in seinem Kopf hat oder eben Gesetze, von denen man denkt, dass sie in der Realität wahr sind. Und diese zu verändern, hat natürlich eine extrem große Wirkung. Einfach aus dem Grund, weil sie ja deine gesamte Sicht auf alles radikal verändern, dementsprechend deine Handlungen und dementsprechend auch deine Ergebnisse. Lass uns also genau diese verändern und zwar zum Positiven. Erstens, halte Ausschau nach ihnen. Ich würde es wirklich einfach zur Gewohnheit machen, dass du in jeder Situation dich fragst, warum mache ich gerade diese Handlung? Das muss jetzt nicht bei jeder Sache sein, wie aufs Klo gehen, aber alle relevanten Handlungen, die du aus einem bestimmten Grund machst, wo du das Gefühl hast, da ist ein Ziel dahinter, ich möchte das bewusst tun. Stell die Frage, warum? Und dann frag so oft, warum, bis du bei einem Glaubenssatz ankommst. Weil das kann unfassbar viel wirken. Beispielsweise, du sagst, du lernst, willst heute lernen und du wirst dich sehr gut auf die Mathe-Klausur vorbereiten. Dann stell die Frage, warum? Dann kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, ja, weil wenn ich nicht gut lerne, dann kriege ich eine schlechte Note. Und dann steht die Frage, nicht da, dann warum, sondern was wäre damit dann das Problem? Also du fragst quasi immer, immer tiefer. Ja, dann habe ich versagt. Und was, wenn du versagst? Dann bin ich nicht gut genug. Das kann zum Beispiel extrem krass sein, dass du sofort denkst, dass du nicht gut genug bist. Oder dass du das Gefühl hast, du bekommst keine Liebe, wenn du nicht die entsprechenden Leistungen, also die entsprechenden Noten bringst. Und du merkst schon, es geht so krass in die Tiefe. Da könnte man hunderttausende Beispiele machen, aber es ist so individuell. Deswegen mach es dir einfach zur Gewohnheit. Es können auch manchmal so total positive Dinge rauskommen, ja? Ganz, ganz klar. Versuch es einfach zur Gewohnheit zu machen, in jeder Situation, die ganze Zeit, bei mir läuft es mittlerweile schon automatisch. Ich versuche das die ganze Zeit zu machen, immer herauszufinden, okay, da habe ich den Glaubenssatz, da habe ich den Glaubenssatz, da habe ich den Glaubenssatz, da habe ich den Glaubenssatz. Damit du nicht dich nicht so, ich weiß nicht, ich mag das nicht, sich zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe mir all meine Glaubenssätze auf. Du kommst eh nicht auf alle Glaubenssätze, sondern versuch das im Alltag einfach passiv immer so einzusammeln. Zweitens, hinterfrage die Konsequenzen. Versuch dann bei jedem Glaubenssatz, den du einsammelst, im Prinzip mental auch dich sofort zu fragen, was ist langfristig die Konsequenz daraus? Dass du gar nicht mehr aktiv eine Übung daraus machen musst, sondern das einfach automatisch passiert. Du erkennst, oh, ich habe diesen Glaubenssatz und du stellst dir sofort die Frage, was bedeutet das langfristig, wenn ich diesen Glaubenssatz in mir behalte? Weil das Wichtige, worauf du achten sollst, ist, der Glaubenssatz beeinflusst ja nicht nur die Handlung, über die du auf den Glaubenssatz gekommen bist, sondern dieser Glaubenssatz beeinflusst ja dein gesamtes Verhalten. Alles, was du tust und nach deinem Leben ausrichtest. Und deswegen ist es super entscheidend, weil beispielsweise, wenn du den Glaubenssatz hast, ich bekomme oder werde nur dann geliebt, wenn ich Leistung erziele, dann weißt du ganz genau, wie dein Leben verlaufen wird. Du wirst nur noch arbeiten, du kannst gar nichts zulassen, wenn du auf einmal von jemandem eine extrem nette Geste bekommst. Du wirst es nicht wirklich annehmen können, weil du der Meinung bist, ich muss erst was dafür getan haben, bevor ich auch was bekommen kann. Und das wieder in Bezug auf alle möglichen Glaubenssätze, die du für dich selbst noch rausfinden kannst. Und frag dich immer, wenn ich diesen Glaubenssatz länger beibehalte, ist es das, was ich möchte? Drittens, überlege die Alternativen. Das ist dann im Prinzip ja der total logische nächste Schritt. Wenn du beispielsweise erkannt hast, wenn ich wirklich den Glaubenssatz habe, dass ich nur für Leistung geliebt werden kann, dann wird es zum Leben führen, was ich eigentlich haben möchte. Und dann solltest du natürlich sofort, anstatt, oh shit, now, ich habe den Glaubenssatz, oh nein, mein Leben wird so und so verlaufen. Nein, versuch einfach direkt proaktiv in die Gegenrichtung zu gehen, in die Gegenaktion. Sprich, du überlegst dir, was ist eine bessere Alternative? Anstatt zum Beispiel gesagt zu sagen, ich werde nur für Leistungen geliebt, kannst du sagen, ich werde bedingungslos geliebt. Und liebe es zum Beispiel trotzdem Leistung zu bringen. Das heißt ja nicht nur, weil du dann bedingungslos geliebt wirst, dass du dann keine Leistung mehr bringen möchtest. Es kann ja Spaß machen, Leistung zu bringen. Es ist ja schön, sich weiterzuentwickeln, aber du machst sozusagen aus deinem vorherigen Glaubenssatz,
wenn ich keine Leistung erbringe, dann werde ich geliebt. Sagst du, ich werde auch geliebt, wenn ich keine Leistung erbringe, aber ich liebe es trotzdem, Leistung zu bringen. Versteht ihr? An der Stelle ist es übrigens auch wichtig, dass du diesen neuen Glaubenssatz dann in deinen eigenen Worten formulierst, weil wenn du das machst, dann fühlt sich das viel realer für dich selbst an und dadurch glaubst, Glaubenssatz, glaubst du selbst es dir auch viel mehr, wodurch natürlich diese Installation viel, viel erfolgreicher wird. Viertens, implementiere ihn sofort. In jeder neuen, gleichen oder ähnlichen Situation würde ich sofort darauf achten, dass wenn du beispielsweise so einen Glaubenssatz herausgefunden hast und auch weißt, was du anstatt diesem Glaubenssatz gerne übernehmen würdest, dann sei ganz besonders in den jeweiligen Situationen, wo dieser Glaubenssatz eben relevant ist, immer auf der Hut. Weil du wirst automatisch sofort wieder in den alten Glaubenssatz verfallen. Nur weil du einmal erkannt hast, oh, das bringt nicht so viel, das ist nicht so nützlich. Ich hätte gerne einen anderen Glaubenssatz, ist noch lange kein Grund, dass es dann auch wirklich sofort langfristig so ist. Sondern dein ganzes Körpersystem hat immer die Tendenz dazu, genauso wie übrigens deine Psychologie, in alte Muster zu verfallen. Deswegen, du musst genau in diesen Momenten dann am Start sein und sofort darauf achten, dass du im Prinzip den neuen Glaubenssatz übernimmst. Das bedeutet, im allerersten Moment erkennst du, okay, shit, das ist jetzt so eine Situation. Du merkst, wie dein alter Glaubenssatz aktiviert ist und dann musst du den aber wechseln. Das bedeutet, du gehst dann ganz bewusst in den Denkvorgang rein und sagst dir, nein, ich denke, dass ich auch dann geliebt werde, wenn ich keine Leistung bringe. Dadurch, dass du dieses Denken da bewusst einschreitest, wird ein anderes Gefühl entstehen. Du hast plötzlich nicht mehr diesen Druck, Leistung zu bringen, sondern du willst nur noch aus Spaß Leistung bringen. Und daraus werden dann auch schlussendlich andere Handlungen entstehen. Und so hast du im Prinzip es geschafft. Wenn du das musst du natürlich immer wieder in den entsprechenden Situationen wiederholen, dann schaffst du es auch wirklich im Prinzip, das Ganze zu verändern und so auch all deine Handlungen, die ja auf dem ursprünglichen Glaubenssatz basiert haben, von dem neuen sozusagen beeinflusst zu werden. Fünftens, lass es durch Ereignisse bestätigen. Dadurch, dass du durch den neuen Glaubenssatz natürlich andere Handlungen ausführen wirst, wirst du auch zu anderen oder im Idealfall natürlich noch besseren Ergebnissen kommen. Und genau diese Ergebnisse oder auch die Ereignisse, die dir einfach nur passieren, wo du auch vielleicht gar nichts dafür getan hast, die musst du dann immer als Bestätigung deines neuen Glaubenssatzes sehen. Wenn du beispielsweise, bleiben wir bei unserem Beispiel, auf einmal ein Lob bekommst, einfach so irgendjemand gibt dir ein Kompliment, dann denkt dir, ha, schon wieder der Beweis. Ich werde auch dann geliebt, wenn ich keine Leistung erbringe. Oder wenn du eine schlechte Note rausbekommst und daheim sagst, fuck und so weiter und deine Eltern sagen, hey komm, das passt doch schon. Nimm das direkt als Beweis. Ha, ich werde auch geliebt, wenn ich keine Leistung erbringe. Und das ist super, super wichtig. Und da kannst du auch sehr gerne in eine positive, aktive Selbstmanipulation gehen. Weil es gibt keine absolute Realität, keine Regeln und keine wirkliche Wahrheit, sondern du erschaffst das alles selbst. Und du kannst im Prinzip alles, was dir passiert, so reinterpretieren, dass es genau dem entspricht, was du gern hättest. Und das ist bei den Glaubenssätzen super, super wichtig, um deinen neuen eben auch richtig gut zu verfestigen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leben.